Hallo und herzlich willkommen zu Transport Viva 2, Folge 44. Wir hatten aufgehört hier hinten mit den Schiffen, was wir uns angeguckt hatten, wo ich sagte, ich will mir das nochmal ein bisschen anschauen, ob hier irgendwann mal vielleicht irgendwas transportiert wird. Aber das sieht so nicht aus, als wenn das so passieren würde. Wir lassen das in dieser Folge noch mitlaufen, um uns das genau anzuschauen, aber ich vermute mal, das wird wohl nichts. Vielleicht sollten wir uns dann überlegen, wie wir ansonsten hier die Waren wegtransportiert bekommen. Oder wir warten einfach, bis wir größere Flugzeuge haben. Dann müsste es ja vielleicht auch gehen. Weil hier halt immer nur so 10 Stück könnte halt so ein bisschen knappelig werden. Ah, guck mal, die drehen hier auch schon immer fleißig ihre Runden. Es wird schon echt voll hier auf dem Stück. Und die scheinen ja auch echt nichts nach hierhin auszulagern, ne? Scheint das echt immer alles hier rüber zu jagen. Ja, müssen wir mal schauen. Gucken wir uns da mal an. Was wir noch nicht hatten war... Oh, mal wieder die falschen Tasten. Mann. Dass er hier noch die Orte alle anbinden wollten. Ne? Die Ecke hier ist noch nicht. Also Zürich kriegt, glaube ich, von hier unten angeliefert. Aber ich glaube, Wählen... Doch, Wählen kriegt auch. Stimmt, von da. Glaube ich tatsächlich nur Lütjenburg, die nichts bekommen. Ja, ich will die aber jetzt nicht so wirklich hier durchfahren lassen eigentlich, die LKWs, mitten durch die Stadt. Das Wählen dann so ein Durchfahrtsort ist. Ich glaube, ich baue hier mal so außenrum eine Landstraße, so als Umgehungsstraße, wie das so üblicherweise gebaut wird. Ja, das machen wir auch. Hier eine große Umgehungsstraße. Erstmal kriegen die wie so eine Landstraße, die ein bisschen schneller ist, wo die LKWs auch mal ein bisschen zügiger fahren können. So, dann können sie mich dann hier wenigstens das kurze Stück ein bisschen zügiger fahren. Da müsste schon der schnellste sein, der da fährt, ne? Ja. Als fährt er auch 60. Aber das wird ja nicht so lange bleiben, dass die nur 60 fahren. Deswegen kriegen die auch eine große Umgehungsstraße hier. So richtig, wie sich das gehört. So von hier. Nee, ich will eigentlich den Halbbogen andersrum haben. Ich will eigentlich den Halbbogen so haben. Dass hier quasi richtig so genau so rumgefahren wird. Quasi so. Nur, dass wir dann hier bitte auch an den Stellen keine Ampeln haben wollen. So. Und dann machen wir hier weiter mit einer normalen Landstraße, auf der 80 ist. So. Und dann gucken wir mal, wollen Lütjenburg jetzt den halten lassen. Einmal hier, ne? Dann hier oben, das passt. So, und dann geht das hier hinten hin. Hier. Und dann kriegt er hier gleich, glaube ich, nochmal
LKW-Güterversorgung Lütjenburg. So. Wollen wir wieder die Terminals aufteilen. Seelen, Heiligenwald, Lütjenburg, da müssen wir noch anbauen. Dann kriegt er hier noch. So. Und dann verschieben wir es jetzt. So. Ja, das haben wir. Ach, guck mal, ich mache immer noch genug Geld, Leute, das passt. So, ich wünsche euch natürlich jetzt erstmal generell sowieso einen schönen Start in den Freitag. Hoch die Hände, Wochenende. Geht mit großen Schritten aufs Wochenende zu. Aha. Hier wird es Zeit für einen neuen Zug. Und da haben wir vorhin, glaube ich, so ein bisschen was gekriegt. Da gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Aha, aha, aha. Die ist, glaube ich, neu. Er ist neu. Er ist neu. Hier die amerikanische. So die ersten Dieselloks hier. Und was haben wir hier an Höchstgeschwindigkeit bei denen? Oh, guck mal. Auch sehr nett. So vom Stil her. Aber wir gehen, glaube ich, so eher in die elektrische Geschichte jetzt, ne? So. Er schafft 160. Dann gucken wir mal, was wir für Passagierwagen haben. 180, 150. Dann hängen wir die doch dran. Ein bisschen übertriebene Kapazität, kann das sein? Personenwagen mit Oberlichtaufbau hat 16. Der hat eine Kapazität von... Ah doch, 18, das geht. Das ist nicht übertrieben. So, dann gucken wir doch mal. Ah, da könnten wir sogar bald eine zweite draufsetzen. Aber wir schauen mal, wie es ausgeht. Und jetzt gucken wir erstmal, dass er, ob er überhaupt schneller fährt. Wie der überhaupt aussieht. Ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht, eine Führerstandsmitfahrt zu machen. Oh, scheint ganz schön laut zu sein, der Sound. Kann das sein, Leute? Ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut von der Lok. Hm. Wollen wir es riskieren? Machen wir die Güterstandsmitfahrt. Ich speichere mal schnell, ne? Okay, mach da. Oh ja, klingt so ein bisschen auch amerikanisch. Ja gut, also Führerstand ist ein bisschen mickrig ausgebaut, nicht schön. Hm. So besonders hübsch ist sie jetzt auch nicht, finde ich. Aber gut. Ja, wir müssen unbedingt den ÖPNV wieder verbessert ausbauen, glaube ich, ne? Obwohl hier fährt er, glaube ich, immer mit Zweien. Wir müssen, glaube ich, nur dann andere Busse mal hin. Und vor allen Dingen mehr.
Ich sehe, dass hier 73 Leute warten. Dann müssen hier doch deutlich mehr Linien drauf, mehr Busse drauf. Hol jetzt nochmal mit einem mehr erstmal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier fahren schon 3 Züge und auch schon gut ausgelastet. Das scheint ganz gut zu klappen. Immer mal wieder gucken. Nein, immer noch nichts drauf geladen. Also es wird nichts. Der lädt da nichts drauf. War ein Versuch wert. Wobei ich muss mal gucken. Wenn er bis hierhin fährt, ist der Bahnhof angeschlossen. Das funktioniert. Im Bahnhof selber fährt ein Zug. Ja, der kann Waren. Der gedeckte Güterwagen kann Waren. Und auch hier Erbach etc. Dillenburg. Nee, Dillenburg wird von hier gar nicht angefahren. Okay. Aber Rudolstadt und Güsten brauchen beide Waren. Also wenn er hier anliefern könnte, würde er es tun. Bei der Weg eigentlich auch viel kürzer ist. Eigentlich müsste er das machen. Ich verstehe es nicht. Ah, guck mal, neue LKWs gibt es. Vielleicht muss man tatsächlich hier hinten einmal raus. Mit dem Zug. Hier unter der Autobahnsicht und durchschlängeln. Und dann hier an der Küste hoch. Über Heiligenstadt rüber zum Güterbahnhof. Ah, wie gesagt, dann nehmen wir ihm hier den Rückflug weg. Und das macht eigentlich gut Geld, ne? Diese Geschichte hier. Dann guck mal, was diese Linie für einen Ertrag macht. Die macht 21 Millionen, die Linie. Die nehme ich nicht weg. Einzig, was man immer wieder mal gucken könnte, ob es neue Flugzeuge. Es gibt neue Flugzeuge. Bist du verrückt, oder? Nee. Das ist doch die Douglas Skytrain, die da schon ist, ne? 14, 10. Gut, 14 und 350. Doch. Den Bristol Freighter. Der ist größer, schneller. Kann mehr transportieren. Na, dann tauschen wir doch sofort aus. Geht 4 Sachen mehr weg. Das lohnt sich. 4 Teile sind schon eine ganze Menge, die dazukommen. Auf die ganze Linie gerechnet. So, Pläne fürs Wochenende. Bei mir keine großen. Wetter soll nicht so schön werden. Wir wollten eigentlich grillen, wird wohl ausfallen. Was sehr schade ist. Was haben wir denn hier noch auf dem Bahnhof kurz noch zu fahren? Güter, Kunststoff. Warenfabrik, das wird angeliefert, es wird aber nichts abgefahren. Weil ich will mal gucken, wir haben hier noch Getreide so viel. Und wie ihr hört, mein Kater möchte wieder mitreden. Wenn ich die Lebensmittel irgendwo noch erhöht bekomme und mehr Lebensmittel mit wegtransportiert bekomme. Hier ist die Bäckerei. Ja, Ja gut, das könnte man schon fast mit LKW machen. Den ganzen Kram hier hinten anliefern. Und dann hoffen, dass der das hier auf dem Rückweg mitnimmt. Das wäre eine gute Option sogar, glaube ich. Gefällt mir sogar gar nicht so schlecht, die Idee. Das heißt, wir nehmen hier
das Getreide, liefern es dahin und auf dem Rückweg nimmt er für die Fracht das mit. Ja, das ist doch mal ein Plan. Ja. Das machen wir. Das heißt, wir machen eine kurze Pause. Wir gehen hier rein, gehen an Gebäude, gehen hier rein. Ja, bauen hier. Nehmen das. Bauen. Ein bisschen feiner zentrieren noch. So. Wuppdiwupp, rubbeldiwupp. Tiefer das Ganze noch. Schnippschnapp. Und fertig ist. Noch kurz anschließen. Und dann marschieren wir jetzt mit der Autobahn los da hinten hin. Da will ich natürlich mit der Autobahn so ein bisschen drüber. Quasi so. Machen wir das Ganze nur noch ein bisschen feiner. Bis er sagt Kollision. Da war er. Was haben wir denn hier für schöne Brücken? Hier so eine schöne Autobahnbrücke original oder hier sowas? Nein. Schon so. Ich hoffe, ihr hört dieses Gepiepe hier nicht. Dieses Düdüb, Düdüb. Wenn ja, tut's mir leid. Ja, ein bisschen hier rüber noch. So. Ist hier hinten. Hier hinten müssen wir jetzt, sollte man ja schon bereits kennen, so ein Endstück ransetzen. Quasi so. Schließen wir den Rest an. Ne, das war falsch. So rum. Nein, dichter dran. So. Und jetzt von hier nach hier. So. Und dann kommt hier gegenüber gleich das Güterzentrum hin. So, Plattform links, nur eine, aber dafür gleich 30 Meter. Jawohl. Das sieht fast gut aus. So. Der bringt jetzt so. Der fährt jetzt bitte schön von hier. Ey, sorry, ich weiß nicht, was das ist, liebe Leute, mit dem Düdüm, Düdüm. Weiß nicht, was es ist. Nach hier. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Nach hier.
Und wieder zurück, ja. Und dann ist das LKW Lebensmittelumlauf. Und dann brauchen wir noch einen kleinen LKW dazu. Der fährt 60 und kann 13. Kann 16. 80 kW. Ja, dann wirst du das doch. Machen wir also 15 Fahrzeuge, dass da auch ein bisschen was passiert. So, dann müsste er hier jetzt eigentlich ziemlich schnell Lebensmittel, also Getreide, hinwerfen. Ja, fährt das hier hin, transportiert es. Also das muss auf jeden Fall eigentlich funktionieren schon. Müsste jetzt eigentlich jetzt schon direkt funktionieren, Leute. Denn ich habe wohl irgendwas falsch gemacht. Hier wird immer noch nichts transportiert. Verkaufen wir gleich. So, da kommen sie. Die richtigen LKWs gekauft. Ach so, ja, nee, Getreide kann der nicht. Aha, so rum. Müssen alle Güter können. Sonst kann er kein Getreide. Da geht's los. Seht ihr wohl. Ah, schönen guten Abend, Herr Pasek. Natürlich. Er kann zwar Lebensmittel, aber halt nicht das Getreide. So. Jetzt war mich das Brot hier schon hin. Und kommt, die Schiffe machen nichts. Die verkaufen wir jetzt. So, dann werden wir jetzt die Linie 1 auch abreißen. Beziehungsweise erlöschen. So, jawohl. Den Hafen, den reißen wir ab. Und dann werden wir auch die Straße hier abreißen, weil dann könnten wir nachher vielleicht doch den Güterlinie mitnutzen. Wenn wir das wollen. So, und dich brauchen wir hier auch nicht. Und dich auch nicht. War ein Versuch wert. Schade, hat nicht geklappt. Aber kriegen wir schon hin. Na, jetzt, wo wir hier die neuen Flugzeuge am Start haben. So, ich muss noch ein Foto machen und dann nehmen wir, glaube ich, den Zug auf dieser Linie, unseren neuen, unseren Exoten. Und das werden wir auch so nennen, dass wir heute mal einen Exoten auf der Strecke haben. So, schnelles Foto. So, ich wollte die Zahlen nicht mehr drauf haben. So. Vielleicht nochmal ein bisschen näher. Jawohl. So machen wir es mal. Und schon haben wir es doch. So, Erbach. 64. Für eine Hauptlinie durch. Das ist in Ordnung. Vielleicht müssen wir hier tatsächlich nur ein bisschen andere Fahrzeuge mal reinsetzen. Die mit den etwas mehr Gütertransport, mit mehr Transportvolumen. Ja, das wird jetzt so nach und nach
das Schwierige werden jetzt. Das alles so ein bisschen auszubalancieren, weil guck mal, hier warten auch schon wieder 400 Leute. Obwohl der Zug, glaube ich, gerade erst... Kommt der oder fährt der? Der fährt mit 180. Also ist da schon deutlich mehr los. Ich würde gern wissen, was das hier macht mit den Geräuschen. Falls ihr das wisst, was für ein Geräusch das ist, was dieses Düdüm macht, bitte gerne mal Bescheid sagen. Ich sehe es nämlich leider nicht. Ist das was im Hintergrund? Ja, es läuft nur. Oder bin ich irgendwo wieder gegen den USB-Kabel gekommen? Was so einen leichten Wackel da hat. Weil da habe ich echt zu wenig von USB-Anschlüsse. Das ist Wahnsinn bei mir. So, den haben wir, aber... Vielleicht müssten wir hier auch mal ein bisschen schnelleren Zug raufsetzen. Gucken wir mal. Wenn wir die Züge jetzt austauschen gegen... Moment, fährt diese einfache E-Lok hier. Die hat 2300... Sagen wir 2200, 3500 ist schon ein anderer Schnack. Na, allein schon der hier ist schon ein Riesenunterschied. Aber halt natürlich auch preistechnisch ein Riesenunterschied, ne? Auch der ist schon ein großer Unterschied. Was macht diese Lok hier? Nee. Also die sollte schon elektrisch, weil ich glaube auch hier, die haben wir glaube ich nicht so das. Oh ja doch, hier der Big Boy, aber ja, ich weiß nicht, ob ich so eine große Big Boy fahren lassen möchte. Aber guck mal, was die allein schon im Unterhalt dann schon mehr kostet. Aber wollen wir was riskieren? Gehen wir was ein? Wir hätten dann hier diese Wagen dazu, ne? Ach komm, wir machen es einfach mal. Gehen wir das Risiko ein. Es sind zwar nur 20 km/h, die er schneller fährt, aber er zieht deutlich schneller. Soll ich, dass er schneller anzieht? Na, allein das, was er schon an Anzug hat, müsste er dann... auch mehr transportieren in kurzer Zeit. Das müsste hinhauen. Müssen wir mal gucken gleich. Was mir gerade eingefallen ist, hier bei dem Zug, der hier fährt. Ich meine, es war schön, dass wir hier so einen Exoten hier drauf gesetzt haben, der auch echt zügig sein kann, wenn er das möchte. Wie schnell kann der Zug? Der kann 150, wenn er will. Aber die Strecke gibt nicht mehr her. Das müssen wir mal auch ganz dringend ändern, glaube ich. Ne, dass wir ihn hier, was weiß ich, auf dem Teilstück hier auch mal vielleicht die Hochgeschwindigkeitsstrecke hinsetzen. Sodass der erste Zug vielleicht auch mal ein bisschen schneller fahren kann, nicht? Denn was nützt es, dass wir hier so einen schnellen Zug haben, wir aber gar nicht die Gleise dafür haben? Das macht null Sinn. Und deswegen spendieren wir der Strecke auch mal die Hochgeschwindigkeit. Aber auch nur das kurze Stück hier, das muss reichen.
Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wenn er jetzt losfährt. Wie schnell er tatsächlich wird. Ob sich das gelohnt hat auf dem Stück. Ja, aber auf jeden Fall scheint das Passagieraufkommen geringer zu werden. So, vorhin war bei 120 Schluss. Mal gucken. Wir scrollen auch ein bisschen raus, dass es nicht ganz so laut ist. Wenigstens auf einem Stück möchte ich mal sehen, dass er schneller wie 120 fährt, dass ich das jetzt nicht umsonst umgebaut habe. Das wäre schön. Ja, wird er schon. Der wird schneller wie 120, das passt. Jawohl. Guckt euch das an. Wie gesagt, besonders hübsch ist der Zug nicht. Aber hier, guckt, 140 haben wir geschafft. Also kurz vor der Höchstgeschwindigkeit des Zuges. Super. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Zufrieden er ist. Ja, die könnten wir auch bald. Ja, wir müssen auch mal die schlechten Züge bei Gelegenheit auswechseln. Habe ich schon wieder ignoriert, ne? Ja, manchmal ist das bei mir auch. Ja, wir müssten jetzt langsam in die Hochgeschwindigkeit gehen, weil, guckt mal, wir kommen nicht mehr hinterher mit allem. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch ein super charmantes Wochenende. Ein ruhiges Wochenende oder ein Wochenende nach Wunsch ist, glaube ich, besser. Wir sehen uns wieder am Montag. Macht's gut bis dahin. Bye, bye. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen.